Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Heute möchte ich euch mein Luftangriff-Deck vorstellen. Das war damaligen Edition noch spielbar, aber mittlerweile ist es nur noch in historisch spielbar. Dennoch, eigentlich möchte ich es gerne zeigen, weil es gar nicht schlecht ist. Das ist die wichtigste Karte, Sephara, Klinge des Himmels. Und ihr seht 7 Mana für 7-7 fliegend Lebensverknüpfung und alle Kreaturen, die fliegen, außer sie, kriegen Unzerstörbarkeit, die wir kontrollieren. Also extrem geil. Und ihr stellt euch jetzt sicher die Frage, ja klar, geil. Aber ehe du die draußen hast, ist ja Weihnachten. Ist ein gutes und ein berechtigtes Argument. Deswegen hat sie diese schöne Fähigkeit, dass wir, wenn wir 4 andere Kreaturen tappen, 4 andere fliegende und getappte Kreaturen tappen, wir sie für ein einziges weißes Mana raushauen können. Und das macht ziemlich geil. Und ja, deswegen haben wir einige billige Sachen hier drin. Der spektrale Seemann, den kennt glaube ich jeder. 1-1 aufblitzen, fliegen, zumindest wer die alten Editionen kennt. Und für 4 Mana eine Karte nachziehen, der ist eigentlich ziemlich geil. Der Luftkatzenherrscher, für 2 Mana hat er sein Gold auf jeden Fall verdient, fliegend. Und +1/+1 für jede andere fliegende Kreatur, die wir haben. Und für 4 Mana können wir uns einen weißen Katzen-Vogelkreatur spielstein mit Flugfähigkeit und sieht total knuddelig aus. Steht nicht da, ist meine Meinung. Rausholen. Auch geil, der dreiste Langfinger. Wir können ja Spontanzauber spielen für 2 Mana und eine Karte hochbringen. Und dann für 3 Mana mit aufblitzend als Flieger. Flügelschlag-Mentor 1-3. Wenn ein Spiel kommt, lege eine Fliegendmarke auf einen Nicht-Mensch-Kreatur, weil du kontrollierst. Brauchen wir eher weniger, aber das letzte ist geil. 3 Mana Tappien, lege auf jede Fliegenkreatur eine +1/+1 Marke. Hüter der Insel Evos. Für 3 Mana 2-2 fliegend und die geile Fähigkeit. Kreaturenzauber und Flugfähigkeit, die wir kontrollieren, kosten 1 weniger. Dann haben wir noch den lichtstrahlenden Adler mit 2-3 fliegend und andere Fliegenkreaturen, die du kontrollierst, +1/+1. Geil und unterschätzt ist der Verliesgeist für 4 Mana 3-3 fliegend, denn wenn er ins Spiel kommt, dann können wir eine gegnerische Kreatur tappen und die enttappt nicht mehr. Also echt geil. Und dann haben wir noch Feenformation für 5 Mana, 5-4 fliegend. Für 4 Mana erzeugen 1-1 blauen Feenwesen Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit und ziehe eine Karte. Und das passt auch gut mit der Traumfischerin für 6 Mana, 3-5 fliegende Lebensverknüpfung. Wenn wir eine Karte ziehen, kriegt sie +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Wenn sie angreift, ziehen wir eine Karte. Und wenn wir eine Karte abwerfen, kriegt sie Flugsicherheit. Das heißt, wir versuchen, möglichst viele Flieger rauszuhauen und damit durchzustarten. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie das in der Praxis aussieht. Unser erster Gegner ist Demios. Demios, naja, er hat einen coolen Namen einfach. So. So, schön ist, wir haben sie auf der Hand. Eher schlecht, wir haben nicht viel Besseres auf der Hand. Aber gut, wir starten damit. Ach, der hat das coole Zauberbuch. Ja, ich habe mir meins leider das zu früh gekauft. Ich finde die ja viel cooler, auch wenn sie nicht so geile Sachen machen. Ich überlege gerade, kriegen wir eins davon, wenn wir die Meisterung erhöhen? Nee, nur wenn man nur gegen Geld, schade. Man kriegt aber kein Avatar freispielen mit der Meisterung, so war das. Das krasse ist, wenn man nur das Buch haben möchte, muss man ganz schön, also sollte man schon so 20 Euro hinlegen, das finde ich halt dann doch schon etwas krass. Also das Spiel ist auf jeden Fall natürlich ein Vollpreis von 6 Euro wert an sich, muss man sagen. Aber man muss dann selber überlegen, ob man es investieren möchte. Oder ob man lieber vielleicht Karten kauft oder alles freispielt. Gut, da wir haben unseren Luftkatzenherrscher, der hat rot-blau, das heißt, er wird nicht lange leben. Er wird wahrscheinlich sogar jetzt kaputt gehen. Zweimal zerstören Land. Ein Standard kann der hat. Okay. Okay, vielleicht kann er Zauber vom Friedhof wieder rausholen. Plus eins, jede andere fliegende Kreatur. Ja, wir können auch den spielen, sinnvoll. Bringt aber nichts, deswegen greifen wir einfach so an und hauen ihn einfach so raus. Yay! Er hat eine Fliegendmarke. Aber wie gesagt, für den Effekt ist er ja nicht drin, sondern zum Waffen. Ich überlege gerade, jeder Zauber macht mindestens 2 Schaden. Das heißt, wir können
Ach, ich hätte ihn tappen müssen dafür. Okay, mein Fehler. Gut. So. Ja, haben wir es zum Hochbringen, falls das kommt. Wahrscheinlich ist es sogar gut, weil dann können wir die relativ früh ausspielen, wenn wir dann den Ball raushauen können. Zwei Mana, nichts zum Kampf 5, das heißt, da können wir tappen. Okay. Schicke eine Fackel, eine Kreatur in Wahl. Da fliegt ein blauer Kreaturspielstein. Ist egal, damit kommen wir mal noch hin. So, jetzt überlege ich. Du nicht. Doch, damit wir das alles haben und den nächsten Zug, den wir hoffentlich spielen können. Kann das was? Auf der Stange? Nee, so schnell kann ich nicht. Jeder Kreatur. Geil. Wenn du einen Spontanzauber Hexerei wirkst oder kopierst, kann du bis mal zu erlernen. Okay. Ah, wir können ihn nicht gleichzeitig hochbringen, weil es sonst zu wenig Mana ist. Pass auf, das Spiel mit dem aus und könnt am nächsten Zug den raushauen. Warum nicht? Weil der nicht fliegt. Das ist auch kein Thema. Der fliegt ja. Zack, 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 zack. So. Jetzt muss er erst den kaputt machen, ehe er die anderen kaputt machen kann, weil die alle unzerstörbar sind. Außer der hier, der ist zerstörbar. Gut, da sagt schon ein gutes Spiel. Das heißt, er wird gleich bestimmt aufgeben, weil er keinen Bock mehr hat. Okay. Das war der erste Sieg, den wir quasi auf psychologische Weise schon errungen haben, den wir zu Tode geärgert haben. Unser zweiter Gegner ist Miss Kappa La Pipi. Hoffe ich zumindest, dass das so ist. Ja, zwei blaue Mana, das ist geil. Eine Ebene dazu macht drei. Der billiger macht. Ich denke, wir haben eine gute Hand. Was kann der Süße? Oh, ja, der gefällt mir auch. Jetzt machen wir erstmal Hallo. Den können wir spontan spielen. Kannst du noch was anderes? Nee, echt nur Schüttung? Guck mal, im Buch macht das hier, Kunde. Okay. Gut, hauen wir den spontan raus. Mal sehen, ob den spontan kaputt macht. Klar wird er jetzt den hier kaputt machen, aber wir müssen hier noch ein bisschen Futter hinwerfen, damit er was kaputt machen kann mit dem roten Deck. Das kam jetzt überraschend, muss ich gestehen. Wir testen mal, wie klug aus bzw. wie gemein wir sein dürfen. Greifen nur mit ihnen an, weil wir können ihn indirekt buffen, indem wir den raushauen mit aufblitzend. Und er kann nichts machen vom Mana her. Ja, wir können ihn jetzt hochbringen, aber warum? Wir spielen ihn aus. Zack, hat er 3-3, weil wir jetzt eine Fliegende mehr haben. Was kannst du tolles? Spiellegung, aber anders meine. Er stirbt, er ist der nächste Punkt. Okay, So, ich habe nicht vor zu blocken, der hat keine Reichweite, ne? Greif mit allen an. Eine Ebene raus. So, mit dir kriegen wir Spielsteine, mit dir ziehen wir Karten nach. Okay. Und diesen Zug können wir dann beide raushauen. Ja, könnte aber sein, dass schon vorbei ist, Kumpel. Rechnen wir mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nochmal kurz. 4, 8, 9. Müsste reichen, ne? So, gucken wir mal. Zack. Der bufft alle. Und das reicht auf jeden Fall, würde ich sagen. Jo, das war der zweite unglaubliche Rush-Sieg hier. Unser dritter Gegner ist Stuff of Legends. Na, mal schauen.
Der Stoff, aus dem die Legenden sind. Zwei Blau ist schon mal gut, ein Weiß macht drei Mana. Geil. Okay. Ja, er sagt auch Hallo. Nette Menschen sind mir immer willkommen. Wurde irgendwie laut. So. Okay. Zack. Wir können zur Not ihm schon was hochbringen. Der Rest kommt dann, wenn es kommt. Hauen wir jetzt noch den raus, der macht den Rest billiger. Dann können wir im nächsten Zug vielleicht die beiden direkt rauskloppen und dann haben wir schon ein ganz schönes Rush. Vielleicht brauchen wir auch den, mal schauen. So, nein, dann machen wir so eine pure Wucherung durch. Das ist allein jetzt erstmal nicht so geil. Aber in Kombination ist es mega krass. Und deswegen sollten wir versuchen, das zu unterbinden. Nein, möchte ich nicht. Wenn ich es so mache, dann mache ich es zumindest richtig. Wucherung ist, finde ich, eine der geilsten Fähigkeiten, die es gibt. Ist natürlich aber auch eine Frage von Geschwindigkeit und Mana, was man damit anfangen kann. Wenn ein anderer unter seinen Kontrolle ins Spiel kommt, kann ich lesen. Du hast gerade ein Mutant, falls ein Länderkarte ist, kann sie die Gitarre ins Spiel bringen. Gerade nicht spielen, übrigens nimmst du deine Hand. Ja, eigentlich auch für 3 Mana einfach nur geil, ne? Den könnten wir fesseln, aber das bringt eigentlich nichts. Ich habe nicht. Da haben wir nichts von. Deswegen greifen wir an, er weiß ja nicht, was wir auf der Hand haben. Ich würde jetzt den dann auch spielen, weil aus Mana-Sicht ist das immer noch das Sinnvollste. Klar, Mana mehr wird, oder? Ja, hier, Fliege. Oh, das tust du ja schon. Das könnte spannend werden, wenn ein Spiel kommt, erzeugt 2 Metallwesen Kreaturspielsteine. Ja krass, damit kann er jetzt der 3 Karten theoretisch hier malen, millen, wie auch immer. Ja, das zieht natürlich massiv durch hier. So, jetzt können wir überlegen. Wir könnten wieder einen fesseln. Hat das Sinn? Antwort: Nein. Wir könnten alle buffen. Wir hätten dann noch 2 Weiß und ein Blau. Und wir spielen den aus. Ich würde vorschlagen, aus Mana-Sicht, weil wir ihn jetzt eh nicht spontan tot kriegen, greifen erstmal mit den beiden an. Und dann hauen wir sie raus. So, zur Not können wir noch eine Karte abwerfen, dann wird sie fluchsicher. Fliegende Lebensverknüpfung. Das überrascht mich jetzt wenig, dass der kommt. Wenn du so viel Schaden findest, wie du dein Elementarwesen kontrollierst. Ja, dann macht der natürlich den kaputt. Alles andere wäre doof. Können wir nicht verhindern, wir können uns die selbst schützen. Was noch? Mein Land und ein Kontrollspiel kommt, die muss auf einem Handelsmodus fassen. Geil. Drei. Fünf. Letztendlich legendär. Achso, war das im Effekt mal was zu holen oder wie? Ja, das wäre natürlich Quatsch für einen Diakombe. Ja, von denen ab, der nützt es ja offenbar ja eh nichts. Drei, vier, fünf. Mit denen 6, 7 hat man nächsten Zug gewonnen, wenn er jetzt nichts raushauen mehr kann. Was ich annehme.
So, da kann nichts mehr machen, deswegen sagen wir ganz brav gutes Spiel. Hauen den raus. Die Flieger sind stark genug, greifen an. Er dürfte keine Fliegen mehr blocken können und damit haben wir gewonnen. Ja. Das war dann unser dritter Sieg. Der auch ziemlich spannend war. Ein paar Runden hätte er uns höchstwahrscheinlich gehabt, aber wir waren halt schneller. Okay. Damit sind wir mit dem Deck durch und haben sogar Platin erreicht. Cool. Ich hoffe, es war für euch spannend, hat euch interessiert, euch gefallen und gerne nehme ich natürlich auch Rückmeldung zu den Deckern, wie ihr das findet. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Abo nicht vergessen, Daumen hoch, liken ist natürlich auch immer ganz hilfreich. Ich freue mich, wie gesagt, bis zum nächsten Mal und sage bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!